während dieser Season. Den ersten gemacht und er haut den Comedy Central Clutch auch raus. Ausgleich. Richtung B und das ist komplett offen. Nur Schipper, der war mit C-Kontrolle, kann man da durchbringen. Doppelkill durch die Boxen, durch Steve und Leon. Ihre Kills bekommen die Position von Matrix, hätte auch bekannt, der mit vorher noch verpiegt, aber das ist das Duell da. Gewinnt Angang, der schöne Play, die er da bekommt. Triple-Kill für Steve. Nur einer am Leben, nur noch Jabba Louis. Der geht im 1 gegen 3, dann am Ende auch noch down. 4 Kills für Steve. Was für eine Runde. Mit der Nate, mit dem Stun hast du da sehr viele Möglichkeiten, das halt natürlich jede Runde zu bekommen. Keine Möglichkeit dafür, den Attack gut rauszukommen. Ja, du hast Omen und Raze und Jett dabei, also schon. Ja, aber auch mit der Nate hinter Rubble kriegst du halt trotzdem den Damage. Ja, ja, ja. Das ist, kommt drauf an, wie du das Play der Defense prediktest. Ganz ohne Risiko ist es nicht, da ein schnelles Play zu setzen. Deswegen hier die Paranoia durch. Dash und die Jett Smoke, die Flash. Komm, passt über die Jett muss doch angesagt sein. Loose mit 2 Kills. Puttings geht down. Antwer mit dem nächsten, auch 2 für ihn und es ist nur noch Matrix. Sie doppelt ihn, der dritte Kill für Antwer. Eine grundsolide Anti-Bonus-Runde von den Unicorns of Love. Das ist schon eine Besonderheit. Auch hier interessante Kamera, die Unicorns of Love spielen. Aber du musst natürlich weit rein als Attacker, um die Camp zu zerstören. Hier die Flash. Mit der Kamera hat Leon aber die Info bekommen, dass da keiner reingegangen ist. Jetzt verrät er sich hier bewusst, spielt die One-Way hinterher. Und könnte doch einfach sagen, ich tippe jetzt raus. Weil er sich verraten hat, müssen sie das hinterm Hügel nochmal klären. Fokus überlegt, glaube ich, gerade noch. Aber wenn du mit der Kontrolle vor B arbeitest und das nur eine Tripwire, aber vom Plateau wird es abgezielt. Das heißt, sie werden nicht... Sie sind gesehen worden. Ohne das Duell, das weiß deswegen. Die Hand des Fury direkt in den Gang rein. Der Frank für Antwer gegen Matrix. Nochmal der Snipe von C, das Play. Es war durch diesen einen Kontakt bekannt. Die Tripwire bleibt stehen. Ein paar Hits gegen Stevie, aber auch der kann nochmal raus. Fokus hat nichts bekommen für dieses Warten vor A. Nein, sie haben dabei noch ihre Smokes verloren. Na, schöner Snipe von Unfair und jetzt Unicorns in Überzahl. Fokus immer noch vom C-Spot. Du hast die Killjoy, Cider auf B. Der soll irgendwie arbeiten, aber wirklich viel bekommt man da nicht. Jetzt muss man sich entscheiden, wo es hingehen soll. 30 Sekunden auf der Uhr. Man geht auf die Seite von Stevo und Leon. Machen nochmal die Drehtür auf, gehen vielleicht doch Richtung B, weil sehr viel Richtung C rotiert wurde. Richtige Entscheidung, noch 15 Sekunden auf die Uhr, die Zeit wird immer knapper. Anfang mit dem Dart, hier schießt er rein. Patrick mit dem ersten Kill, aber Louis ist dann mit schon down, der Fight gegen Seite geht voran, aber Anfang holt sich das Uber. Triple Kill für Anfang. Lucid, der vollendet und die Unicorns gleichen auf schnellstem Wege aus. 5 Sheriffs in den Händen, aber eine Paranoia, die erstmal dafür sorgt, dass sie einen kleinen Moment abwarten müssen. Uiuiui, hier war gesammelt, Stun ready, der geht mit dem Stun raus. Du musst den einen Frag vorne bekommen, es muss der Jet Dash gespielt werden, um wegzukommen. Vorteil, Unicorns of Love, nicht nur ein Frag bekommen, auch die Rubble-Kontrolle leicht verzögert gehalten. Das war ein sehr schönes Setpiece. Ja, definitiv, die Unicorns, diese Aggressions Richtung A, die haben sie drauf, bekommen da immer wieder ihre Kills. Matrix, der war low HP, aber konnte von Kuba voll geheilt werden. Und ganz interessante Tripwire, die es jetzt hier gibt. Der Trailblazer nicht ganz zerschossen, da geht man rein, man ist noch im Cage drin. Die Utility in der Hand hätte einen rechnen können, aber es ist nur die Kill und Anfang in der Backside. Doppelkill für ihn. Er ist on fire. Im Kuba-Cosplay eskaliert er komplett. Wieder ein Triple Kill. Wrecking Ball zerstört. Das wirkt zu passiv, was Fokus da vor C macht. Als da jetzt den Toast-Up reinzujagen. Wichtig, das sind mal Frags, die Fokus braucht. Sofort das Follow-Up von Louis. Oh. Schnell den Showstopper raus. Stevie überlebt das Ganze in Tree. Aber der weiß, er könnte umlaufen werden. Cider fängt Lucid an. Er dreht sich ab. Der Break durch die Smoke gegen Unfair. Der sorgt dafür, dass die Runde einfach laufen könnte. Und Louis, der sorgt schon für Zerstörung im Spawn. Puttix zwar noch mit 2, aber am Ende doch zu viel Druck auf ihm, auf dem Ingame-Leader der Unicorns of Love. 3:3. Fokus meldet sich eindrucksvoll zurück. Nochmal weitergeführt hier, die Granate sorgt für keinen Damage. Showstopper entgegen. Doppelkill für Lucid. Er sieht zwar nicht, wie sie gekommen. Lucid ist gleichzeitig aber auch durch. Hat Anfang bekommen. Lucid geht auch down. Die Berliner Mauer ist gefallen. Puttix zieht sich hier mit der Utility, die er hat, zurück. Wird versuchen, das Ganze hier oben in der Ecke zu spielen. Hat nur noch 5 Sekunden und der Nanoswarm, der sorgt dafür, dass er nicht rein kann. Und der muss rennen, aber er kommt noch rechtzeitig raus. Counterflash ready, aber Louis dreht sich perfekt weg, der Frag auf Leon, 2 gegen 2. Ah, die Unicorns,
im Retake-Modus. D-Walk kommt über Waterfall, Partix noch oben in den Holz. Trailblazer wird jetzt noch rüber gespielt, hat Partix gespottet, D-Walk gespottet. Jetzt gehen sie zusammen on-site, die Flash in Richtung Cider, aber der kann das Ganze aufsetzen. Kuba noch in Main, Cider erfolgreich, D-Walk down. Und jetzt ist Partix ganz allein im 2 gegen 1. Cider und Kuba im Duo. Müssen sie es jetzt nur einfach nur noch sauber runterspielen. Und Kuba mit gutem Timing bekommt den Kill gegen Patix, die Führung wieder übernommen. Ja. Und dieser Operator steht vor A. Ja, aber sie gehen Richtung B und das ist komplett offen. Und Schipper, der war aber mit C-Kontrolle, kann man da durchsprengen. Doppelkill durch die Boxen, durch Steve und Leon. Ihre Kills bekommen die Position von Matrix, hätte auch bekannt, der wird vorher noch fliegen, aber das ist das Duell da. Gewinnt sein erstes, aber das zweite geht verloren und er hatte den Spike. Der ist jetzt down in Main, die Position von John bekannt. Der Cross nochmal seine eigene Smoke. Steve muss hier nachladen. Könnte angegangen werden. Schöne Flash, die er da bekommt. Triple Kill für Steve. Noch einer am Leben, nur noch Jabba Lewis. Der geht im 1 gegen 3. Dann am Ende auch noch down. 4 Kills für Steve. Was für eine Runde. Und perfekte Reaktion. Ist das voll okay? Und das ist gerade ein Triple Backstep. Es gibt kein Turret, das du erkennst. Kein Turret in der Nähe und auch kein Alarmbot. Und das ist ein Free Frag gegen Cider. Und der weiß jetzt natürlich nicht, ist das nur einer, der da backsteppt oder sind da mehr. Das Turret ist jetzt auch deaktiviert. Die müssen die Flucht nach vorne ergreifen. Nehmen den Spot ein und mit dem Showstopper wird hier dafür gesorgt, dass dieser Spot auch gut unter Kontrolle ist. Ah, treibt Lucid auch in die Arme von John, der den Kill dankend annimmt. Damit wieder ein 4 gegen 4. Den Duelisten auf Seiten von Unicorns verloren, aber das Setup von Focus ist gut. Die Paranoia auf Kontext. Die war zwar getroffen. John den nächsten Kill an den Stairs gemacht. Leon sein Track im Flanks, Divo ebenfalls erfolgreich gegen Kuba noch einmal. Es ist nur noch eine Marathon. Der fällt ebenfalls die Runde Kim. Jabba Lewis ist der letzte Überlebende und der geht an Unfair Down. Es sah gut aus für Focus, aber die Unicorns lösen sich aus allen Crossfires, gewinnen ihre Duelle und gleichen wieder aus. Oh, die. Jetzt läuft. Focus muss sich hier also nicht schämen dafür, dass sie UL nicht stompen. Auch starke Spieler natürlich bei den Einhörnern. So, und man zieht sich zurück, nachdem man an A ein bisschen Druck gemacht hat, aber C halt die Operator super tief drin. Ja, und Lucid, das könnte jetzt der Moment sein, wo er mit der Operator scheinen kann. Stück für Stück Contact auf und Kuba. Ja, Kuba könnte sein. Oh, der zeigt sich ganz kurz. Entlockt Lucid den Schuss. Der zieht sich zurück, der Trailblazer wird noch gespielt, damit wissen sie, Hill ist jetzt komplett frei, hinter der Box auch niemand zu finden. Währenddessen zerstört John das Wire. Auf B, cross da einmal rüber. Leon Probleme, bekommt nicht seinen Kill. Lieber versucht ihn da zu unterstützen, John zieht sich zurück. Erstmal nichts passiert, viel passiert, aber nichts geschehen. Nicht mal irgendwie Schaden rausgegangen, Leon auf 79 AP runter. Das ist so das meiste, was passiert ist. Wir stellen jetzt nochmal um auf den A-Spot. Sogar Cider gibt das hinten gerade auf. Ultimate von Leon. Hoch in den Drop mit rein. Lewis hat noch eine Granate. Der Sova kommt da unten nicht raus und die Granate geht hinter den Spot. Na, die größte Gefahr damit gebannt. Leon und Abwehr im Duo. Machen sie es. Bekommen da den ersten Kill, aber Lewis ist down. Rausgefehlt wird jetzt hier und Abwehr mit Problemen, weil er gerade die Drohne in die Hand nimmt. Matrix und Jong bekommen simultan ihre Kills. Damit ist es nur noch Steve, der Klaus onside ist. Lewis ist mittlerweile auch angekommen. Steve fällt und damit ist es nur noch Lucid. Der geht down gegen Kuba und Focus übernimmt auch hier wieder die Führung. Er hat super Timing für John da, um in den Drop reinzukommen. Leon macht es, denke ich, gar nicht so schlecht, dass er wieder raus tippet. Unfair hatte unten den Frag gemacht, sie schauen also noch nach unten und der Sova kann nicht aus dieser Position rauskommen. Also, bisschen Chaos drin gewesen bei den Unicorns of Love, keine Frage. Und diesmal konnte Focus dieses Chaos gut ausnutzen. Starke Shots von John. An der Guardian, letzte Runde der ersten Halbzeit. Focus kann die nochmal besser kaufen, diese 12. Runde. Bei UL sind 2 Sheriffs drin. Und das ist eine sehr schöne Paranoia für den B-Push. Ja, und sie wissen, Cider geht da gerne nach vorne. Oh, Matrix Doppelkill, nur einer für Leon. Und auf einmal sind die Unicorns nur zu 2. Nur noch die beiden Sheriffs, alle große Waffen, die sind down. Können Steve und Unfair, die Streamer-Kollegen, das noch klatschen. Ja. Beide sind sie auf B, aber Focus hat andere Pläne, orientieren sich um. Ja. Ist jetzt auch nichts anderes, als wenn im Rank dumm reingerannt wurde. Also die viele Runde Rank. Wow. So, Omen Ultimate sogar nochmal auf den Spot. Niemand da.
ein bisschen risky, da so offen für Wasserfall zu teleportieren. Aber rechts sich nicht. Lebender Verbündeter. Boah, und Stevie, wenn er anfängt zu tappen, ist immer brandgefährlich. Es ist die Führung für Fokus zur Halbzeit. 7-5. Kriegt die Granate auch ab. Er muss eigentlich raus. Tankt ganz viel Damage, bekommt aber durch den Nanoswarm einen sehr guten Support. Kein Kill. Die Stinger, sie arbeiten. 2 für Cider. Überzahlsituation für die Unicorns of Love im Force-Buy ist da. Und jetzt mit der Outlaw will John natürlich eskalieren. Der Shot geht vorbei. Lucid sofort den Headshot verteilt. Kuba, Last Man Standing und 1 gegen 3. Sieht das Köpfchen von Stevo. Erst den von Anfang geklickt, aber Stevo mit der Stinger bekommt den Kill. Der Force-Buy, er geht auf. Gambelt jetzt auf den Argo. Guter Call von Focus. Gute Eco-Idee, so ein Stack. Haben wir schon häufiger gesehen in dieser Season, dass sowas aufgeht. Ja, und sie liegen hier goldrichtig. Richtung A warten 4 Spieler auf die Unicorns of Love. Triple Hater wird jetzt von Kuba gespielt. Der verrät es so ein bisschen, dass er zumindest einer steht. Die gehen alle über Tree, nur Anfang. Bleibt in Main. Risikobehaftet. Vor allem die Nate, die könnte hier sehr viel Schaden machen. Noch 40 Sekunden auf die Uhr. Die merken, okay, hier ist einiges auf dem Spot. Lass uns doch wieder zurückziehen. Richtung B ist natürlich schnell möglich. Das ziehen sie auch alle an. Es geht Richtung B. Da wartet einer. Da wartet Cider. Ja, keiner will einen Fehler machen. Noch 30 Sekunden. Und Cider geht down. Hätte gerne einen Frag mitgenommen und sich dann wahrscheinlich zurückgezogen. Aber Steve war zu schnell. Auch Kuba verrät sich, ohne dass der Frag direkt passt. 4-5 und das wird jetzt eine größere Unterzahlsituation für die Unicorns of Love. Entschuldigt, für Focus. Die kriegen hier noch einen Frag, aber auch Wasserfall ist gerade gefallen. Matrix steht hier noch vorm A-Link, hat sein Techtelmechtel mit Leon und wird da ja wahrscheinlich nur auf den Exit-Frag abzielen. Es ist die Runde für die Unicorns of Love und der große Vorteil für die Unicorns of Love auf dieser Map, denn das ist wirklich auf keiner anderen Map so möglich. Du warst eigentlich schon committed auf A, aber Lotus bietet dir die Möglichkeit, da so extrem schnell Richtung B zu rutschen. UL steht jetzt natürlich auch. Oh, da kommt der Dog. Nur wir wissen, was er noch vor A ist. Und das sah für mich auch schon aus Sicht von Kuba so aus, als könnte da mehr sein. Matrix, wichtiges One-on-One. John ist aber down gegangen. Matrix gewinnt dieses One-on-One an C. Der Lurk ist abgefangen. Gute Position von Kuba auf dem Spot. Bräuchte eine Support-Smoke. Matrix gibt ihm die jetzt auf der linken Seite. Er fightet rechts. Er kommt nochmal in die Deckung. Die müssen da durch. Er rastet komplett aus und will einfach in die Smoke reinfahren. Der Druck war wohl zu groß. Er fällt in die Situation wieder ausgeglichen. Aber hat genügend Zeit rausgeholt. In der Backside nutzt man jetzt die Smokes von Matrix. Vom Gegner. Leon im Smoken erwischt worden. Anfang jetzt alleine. Und der ist im Klatschmodus. Während dieser Season den ersten gemacht. Und er haut den Comedy Central Klatsch auch raus. Ausgleich für die Unicorns of Love. Dank Anfangs. 1-on-3. Hat die Hunter's Fury auch ready. Rolling Thunder am Start. Matrix. Gut vor. Oh, und da zittert er. Cider zumindest Lucid noch bekommen. Aber Stevie fällt weiter rein. Holt auch noch Cider ab, der C-Spot erstmal offen, aber die Rotation ist schnell da in dieser Eco von Focus. Aber sie werden durch den Neural Theft aufgedeckt. UL weiß Bescheid, dass die Rotation schnell da sein wird. Ah, und der Spike Plant ist jetzt mittlerweile auch schon durch. Man ist zu 4 hinten in den Halls. Die kommen da alle raus, zu dritt. Entschuldigt, John auch noch schon auf nur 5 AP. Der kann ja gar nichts mehr machen. Anfang mit dem nächsten Kill. Er will weiter eskalieren, aber Louis, der gibt dann Riegel davor, bekommt sein Kill. Doppelt Kill für Loser. Und der macht das hinten für die Runde. Kuba ebenfalls sein Kill bekommen. Damit ist es 1 gegen 1 gegen Patix. Die Seeker werden gespielt, aber er ist low HP. Und jetzt spielt er es einfach auf Zeit. Und Patix gewinnt das Duell. Wichtige Runde wäre es für Focus geworden, aber die Unicorns rein. In die Eco der Unicorns of Love nach 2 Runden in Folge für Focus. Und Unfair schießt mit seiner Ultimate einfach nicht vorbei. Die dritte Hunter's Fury, der dritte Frag, den er damit macht, das ist Effektivität pur. Ja, ist aber die Eco für die Unicorns of Love. Hohes Investment, da die Ultimate zu spielen. Hat auch die Hero-Wende mit dabei. Wenn es einem gegönnt sei, dann ihm sowas mit den aktuellen Stats. 24-12, wenn ich es richtig im Kopf habe. Einfach eine Maschine, der Mann am heutigen Tage. Nehmen das Tempo raus, aber Focus bleibt doch einfach zu dritt auf C stehen. Ja. So, Matrix hier. Kann man die Paranoia im Ready halten? Muss echt aufpassen. Wurde durch den Arrow noch aufgedeckt, aber sie kommen raus.
ein bisschen Zeit rausgeholt. Der Swing von Stevie sofort. Der Headshot und da fällt der Matrix. Und da fällt der C-Sport. Duels Witz rettet die nächste Bombe. Der Einhörner. Ins Köpfchen von Louis. John ist dran und auch wenn er die Spline Operator da spielt und durch den Skin so ein bisschen durchgucken kann. Und mit der Drehtür kann es schnell Richtung C gehen. Da muss Sider aufpassen, dass er da nicht plötzlich überrascht wird. Ja, du hast halt zum Glück so diesen Moment, wenn die Tür, wenn du das Türgeräusch hörst, wegzugehen, bevor der Gegner da fighten kann. Schön auch Louis, Lucid abgestellt. Stevie geht nochmal hinterher. Hier eine Bridge Flash. Die Drohne noch mal weiter enabled hat. Sie wissen von der Killjoy. Jetzt der Stun in Richtung Wasserfall. Die Unicorns of Love arbeiten aber nicht weiter in den Raum rein. Interessanter Planter an der Säule. Da können sie von Sand aus nicht gegenbangen. Der Winkel dürfte nicht gut sein. Und Matrix. Ah, erstmal hier die Granate. Da müssen sie noch mal zurück. 5 gegen 5 Retake. Dies eine Skyflash. Mit der müssen sie dann rein. Die Waffenspitze an der Rampe ist gesehen. John bekommt da durch den Updraft mit den Knives den Frag auf Patix. Guter Arrow. Leon mit 2 von der Box. Unfair. Hat dazu noch einen Gang unten gemacht. Sider geht rein. Den einen Kill geholt. Der weiß vom Spieler oben. Da steht noch einer unten. Aber Leon moved das perfekt. Der dritte Kill für ihn. Und Unfair mit dem zweiten Full House für diese beiden bei den Unicorns of Love, die hier auf der Zielgeraden die Führung wieder übernehmen. Der Unicorns of Love in dieser Season und das am dritten Spieltag. Und die haben noch keinen 3-Mapper gespielt. Wenn sie es hier schaffen würden, das wieder in die Verlängerung zu bringen. Na, das wäre natürlich... Oh, aber Louis hat was dagegen. Showstopper noch dazu. Louis, super cool geblieben. Der dritte Kill im One-Tap. Da war schon am GG-Schreiben, aber die Runde ist noch nicht durch. Nach diesem dritten Kill. Jetzt dürften sie natürlich nicht overheaten, die Smoke, sie faded. John an der Shorty, super auf die Flash von Patix reagiert. Stevo alleine und er darf nicht. John beendet es 13 zu 11, 1 zu 0 für Focus und das trotz Standing. Wir brauchen da wahrscheinlich auch eine Support-Rolle. Die sind auch zu Onside A. Die Unicorns of Love juckt das an Short erstmal nicht, auch das ist okay. Und die wollen jetzt... Die schleichen durch die One-Way? 2 Frags für Lucid, dann erst der Trade von Kuba. Das ist ein sehr wilder Call von Focus gewesen. Wir checken nochmal die Smoke mit der Drohne. Kleiner Blick zum Spot, aber erstmal natürlich der Nachteil. Und auch Louis down, der so wichtig war in diesen ersten beiden Runden. Platziere Nanoschwarm. Ja, ganz, ganz wilde Geschehnisse hier in der Bonusrunde von Focus, die jetzt in Unterzahl agieren. Und das Tempo rausnehmen. Haben Kuba noch einen Ullpunkt nehmen lassen, der braucht damit nur noch einen. Das Knife on Short deckt niemanden auf, das Timing will man ausnutzen. Matrix und Kuba kommen über Main, Sider über Short. Der könnte Patix überraschen, der ist in seinem Rücken drin, geht in die Smoke rein, aber wird erwartet. Patix mit dem Kill, Matrix, Leon im Heaven, Onside am Generator abgefangen. Der Switch wird betätigt, die Door geht zu, man geht erst sehr, sehr spät, dann tatsächlich nach vorne. Patix kommt die Tür nicht ganz auf, der Tag ist da und kann den Kill nicht verwerten, anfährt mit den Shock Darts. Will er arbeiten? Der kam gut an, Matrix, low HP. 2 gegen 3 für die Fokusspieler in dieser Bonusrunde. Nochmal ein Shock Dart. Patix zieht sich da zurück, der zweite Shock Dart an den Heaven. Und der Kopf wird gesehen, anfährt down. Stevie bekannt, Kuba im Klatsch, aber Stevie fängt ihn ab. Es ist die Runde für die Unicorns of Love. Und da werden gerade nochmal Grüße von der Stevo-Community an die Kuba-Community rausgeschickt. 1 zu 2, die Unicorns of Love auf dem Scoreboard. Keine gewonnene Bonusrunde. Ja, Unicorns of Love. Überraschend, genauso weiß es John und Kuba, die bekommen ihre Kills. Die sind wollen die nächste Runde sicher machen. Schöne Flash in die Mitte, aber Patix Fulgen bekommt er auch den. Die hat natürlich über den Schienen gespielt, das zweite Mal. Kann er es nicht dodgen, da ist er dann zu schnell. Aber er kriegt noch Matrix irgendwie. Triple Kill für Patix. Die Unicorns of Love trotzdem nur noch zu zweit. Genauso wie Focus. Sider und Kuba entscheiden sich für die B-Side. Ja. Oh, Leon geht jetzt nochmal auf A, aber bleibt auf dem Spot. Haben eine gute Cypher-Kamera, die ihnen Info an B geben kann, wenn Sider und Kuba da rausschleichen. Und es ist sehr wahrscheinlich, dass sie die Kamera nicht mal richtig checken werden. Wenn... Oh, Stevie hat aber eine Tripwire, die sie schnell zerstören müssen. Also dadurch, dass man sich jetzt hier verrät. So, Arrow. Dann zerstört. Stevie Käfig, weiß Bescheid. Käfig die Cage ist aufgemacht.
Also ich würde besser abhauen. Und dann der Lockdown. Der Lockdown bringt jetzt Zeit. Eigentlich muss Kuba jetzt auf den Spot gehen. Aber sie wissen nicht, ob der Cypher auf dem Spot ist. Er riskiert es mit dem Plant. Der geht durch, aber der Lockdown ist bereits ausgelaufen. Na, Kuba auch noch getaggt. Die wissen, er ist onside. Aber wo ist Cider? Contact man, der ist runter. Kuba bekommt schon einiges ab. Cider muss langsam aktiv werden. Er muss Kuba helfen. Er geht down. Jetzt ist das 2-on-1. Cider mit der Ultimate, dann auch noch bekannt. Die Smoke auf den Spike. Und dann ist es ein Free-Kill für Leon mit dem Tag. Der Cypher Ultimate. Die Unicorns of Love wissen, wie man Valorant spielt. Genau, und ein-, zweimal eskalieren. Und die Runde gehört auch dir. Also ähnlich wie Patix in der vorigen Runde. Ultpunkt auf B mitgenommen, erstmal Kontrolle Richtung Mitte. Unfair hält den Wrecking Ball ready für die B-Main, wo allerdings nichts passiert. Was ist das B-Main? Ich glaube, er... Hier! Das ist, glaube ich, ein Anti-Rush... Also, was heißt das? Das ist ein Anti-Rush-Arrow. Droppt der nicht noch? Also ein bisschen, Swindow, aber wenn der voll aufgeladen ist, droppt der ja schon recht wenig. Fair. Na, also... Aber kann sein, ich bin mir gar nicht sicher. Wir outen uns auch immer wieder als Noobs. Doch, der geht gegen die Wand, der hat zu viel Karabo, der ist da zu nah dran. Oh, Cider. Cider auch nah dran. Boah, und er dodgt noch eine Snipe und geht einfach sofort wieder rein. Weil er genau weiß, die denken, ich bin einfach rausgegangen. Oh, die Nice von John, ins Gesicht von der, aber der bleibt cool. Cider wurde doch nochmal abgezielt von Unfair. Jetzt versuchen sie auf B drauf zu kommen, aber da hat Lucid schon B-Main ausgeschlossen und Unfair macht weiter. Damage, ein Kill noch, ein Ultimate-Punkt noch. Und hätte die Hunter's Fury. Schickt aber erstmal die Drohne gegen die Smoke, denn in so einer Unterzahl könnte Fokus noch ein bisschen frecher spielen. Ja, und Kuba, der steht noch im Market, verliert sein Duell gegen Steve und damit ist nur noch einer, nur noch Matrix. Im 5 gegen 1 mit der Flash sieht er erstmal gar nichts und dann holt Lucid ihn auch noch ab. Matrix geht down, flawless round für die Unicorns of Love, um in Führung zu gehen. Ja. Und vielleicht hier eine passive Kamera in der Mitte. Also er geht auf jeden Fall rüber. Also sie achten drauf, hier gegen 0 Command nicht mit dem Cypher da zu stehen. Und theoretisch kannst du jetzt auf dem Spot bleiben. Auf dem Spot stehen bleiben. Eine Smoke ready halten. Und wenn der Go kommt, das KO Knife hat jetzt auch aufgedeckt, dass es A wird, dann könntest du noch mit einer Center Smoke arbeiten. Ja, Knife rein und Tripwire liegen. Ja, aber niemand da. Also kein 0 Command gespielt, aber die Tripwire liegen immer noch aktiv. Hunter's Fury wieder gespielt. Der erste Snipe ist da, der zweite Shot connect nicht ganz, aber Leon, der kann es vollenden. Kuba down. Den Kill trotzdem durch die Ultimate erarbeitet. 4 gegen 5. Der Spike noch nicht durchfahren. 9 aber gegen Short. Schöne Flash, die man dann auch sich selbst gibt. Aber Lewis versucht dich zu enablen. Aber alle jumpen in Sicherheit. Unterzahl und in dieser Unterzahl Afterplant. Da wird auch noch der 0 Command gegen sie gespielt. Omen Ultimate wäre auch noch möglich für die Unicorns of Love nach dem Frag von Leon. Die haben eine gute Kontrolle am Heaven. Kümmern sich erstmal darum, den Lurker an Kurz wegzuhalten. So langsam muss es krachen. Die Doppeldeckung an der Heaven Unfair. Sollte dann leichtes Ziel sein. Fällt auch. Genau wie Stevo. John mit Kill Nummer 3 und 4 von Under Heaven. Fokus hält diesen Spike gegen die Ultimate Macht. Gerade loslegen möchte und sorgt natürlich dafür, dass dann keine Abilities eingesetzt werden können. Und die sammeln sich jetzt nochmal vor A. 20 Sekunden, bis das nächste Knife ready ist. Fokus muss das Timing so ein bisschen auf dem Schirm haben. Wenn sie da jetzt diesen einen Moment zu lange warten, dann kommt das Knife genau dann, wenn sie wieder los wollen. Oh, 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 das wird, glaube ich, ziemlich knapp. Null Command. Nicht gespielt. Das Knife ist wieder da. Er wollte es gerade spielen, da wird der Null Command gezündet. Von Fokus, der Spieler. Under Heaven erfolgreich an. Wir bekommen von oben noch einen Frag. Sogar noch zwei, drei oben drauf. Leon ist da und die Runde ist makellos vorbei, während der Go noch nicht mal richtig aus dem Chokepoint rausgekommen ist. Sie ist wieder da. Na, sie ist wieder da, ähnlich wie auf Lotus. Gegen Ende der Halbzeit übernehmen sie die Führung und können diese potenziell auch noch ausbauen. Leon mit schönen Shots da im Heaven. Aber es sollte nicht sein. Es ist nochmal eine Buy-Round von beiden Seiten. Lucid, der Einzige, der nicht kaufen kann. Allerdings für Patix liegt und einen Bladestorm spielen kann. Mhm. Und dazu eine Guardian. Guardian hat, warum nicht? Man könnte noch, Patix hat nochmal selbst gekauft. Man könnte auch überlegen, ob die Guardian, die ja eine Distanzwaffe ist, mit den Knives wirklich die bessere Wahl ist, ob man da nicht eine Nahkampfwaffe lieber dazu holt. Aber so wie ich John kenne, hat er eh noch eine Shorty dabei. Lucid wird das auch machen. Spielt hier close und Leon bekommt hier wieder einfach gegen die One-Way in Free Frag. Na, schöne Flash, und da bekommt Lucid trotzdem seinen Kill. Matrix
kann das Ganze dann im Nachhinein noch irgendwie traden. Leon 30 HP, aber der kommt erstmal aus der Situation raus, der sich oben auf den Generator drauf. Gibt Flash wieder gute Leon mit dem nächsten Kill. John fällt. Jetzt kommt die Paranoia gegen den Heaven. Er wird trotzdem getroffen. Er teleportiert sich nochmal an der Heaven. Aber Partix, der war ja auch noch onside. Raus, trauen sie sich damit nicht. Fokus in der letzten Runde. Nur noch zu zweit. So. Ja, rennt dann einfach raus. Und auch den TP von Matrix hat man mitbekommen. Leon stand schon in der Smoke. Wunderbar reagiert von Leon. Die Paranoia. Und die Unicorns of Love haben andere Pläne. Die wollen Richtung A. Die wollen... Ja, aber Louis und Matrix einfach überfahren. Die Paranoia trifft. Der zieht sich sofort zurück. Macht die Tür sogar selbst zu. Die Unicorns of Love im Überfahren. Kommando Matrix mit der Paranoia. Die trifft. Und bekommt den Kill. Ja. Sind nicht gut durchgekommen. Der Trade fehlt noch. Ein Kill für Louis. Da ist auch Matrix raus aus dem Spiel. 3 gegen 3 ohne Smokes für Fokus. Da kann jetzt auch die, können jetzt auch die Duelle vom Spot funktionieren. Aber die überlegen noch. Stellen sich hier erstmal auf. Cooper hat die Hunter's Fury. Hier. Die einzige Ultimate in diesem Retake, die gerade möglich ist. Stevie könnte mit einem Kill noch seine bekommen, aber das spielt keine große Rolle. Die Hunter's Fury wird gespielt. Under Heaven frei. An die Centerbox. Der Tag drin. Der Frag da, aber hat halt vorher noch den Kill bekommen. Leon hat sich dann an seiner Position in Main verraten. Kuba mit dem Arrow sofort der Drop. Er hat sich verraten. Einer leuchtet auf. Kuba. Es muss ein Monster-Klatsch kommen, aber der Spike, er tickt schon zu schnell. Er muss ihn pushen. Er kann es nicht gewinnen. Es ist zwar noch der Frag, noch der dritte Kill für Kuba, aber die Runde für die Unicorns of Love. Und sie bleiben in diesem Mitte-Setup sitzen, vor dem Alarmbot. Matrix wird gecheckt und geht down. Starker Frag von Lucid. Hat sich da nicht ablenken lassen. Hat sogar den Support bekommen. Durch die Omen Smoke. Genau, der Spike ist noch vor A. Und es wird jetzt erstmal die Cypher Ultimate gespielt. Die sehen 2A, 2B, die Mitte eigentlich frei. Was hat man vor? Baut erstmal Druck auf B auf. Aber Paranoia auf A. Also sie wollen, dass Fokus in diesem 2-2-Setup stehen bleibt. Und die Omen Ultimate ist im Spiel. Fokus könnte das eigentlich riechen, dass es A werden muss. B werden muss. Na, und damit geht's auch auf die B-Side drauf. Sei er noch on-Side, der kriegt den Support von Kuba, aber der geht down. Jetzt muss er alleine hinten in der Backside arbeiten, bekommt den ersten Kill. Der kommt rein über die Lane und die gucken ihn natürlich allesamt an. Nur noch John und Louis sind am Leben. Könnten überlegen zu safen, aber nähern sich erstmal an. 3, 4 gegen 2. 1-2 Kills und auf einmal... Sieht schon wieder anders aus. Jordan geht in die Smoke rein. Alle Spieler von den Unicorns onside. John vorne weg. Contact Operator. Und er fällt gegen Antwer. Der Schuss nicht schnell genug rausgegangen. Louis hat Pines abbekommen. Und Stevie timet ihn. Niemand. Das suggeriert jetzt natürlich auch für die Defense. Die sehen das Knife auch auf dem Radar vom Gegner. Das suggeriert für die Defense, dass es vielleicht Richtung A gehen könnte mit dem Messer. Und das ist auch tatsächlich das, was gespielt wird, denn der Arrow vor B wurde zerstört. Für Fokus spricht gerade viel dafür, dass es eher Richtung B geht. Und auch die Drohne hat es so aussehen lassen. Eigentlich faked UL das gut, aber Fokus bleibt stehen auf A. Ja, die liegen damit goldrichtig und jetzt kann die Guardian von Jabby Louis vielleicht richtig reinscheppern. Allerdings die Paranoia und vielleicht abkommen. Die Smoke hält ihn da auch noch weg. Der tankt einfach das Fragment, bekommt dafür seinen Kill, aber wird getradet. Leon und Patrick und seit ihre Kills bekommen. Und damit ist es nur noch Kuba. Last man standing. Spike versucht platziert. Es ebenfalls über die Mitte. Die haben dann noch getaggt von Stevies Cam. Die Position bekannt. Ja. Dann zieht das Ganze raus und Unfair, der will dieses One-on-One. Kuba gegen Unfair. Wrecking Bolt in den Rücken von Unfair. Den ignoriert er einfach, will das One-on-One, bekommt hier ein Tap. Kuba kann nur auf Zeit spielen, hat den Blick nach hinten. Sieht zwar Partix, aber kann nichts gegen ihn ausrichten. Neunte Runde für die Unicorns, sie gleichen aus. Sie gleichen aus, du sagst es, es ist... die Ultimate gespielt und zwar von Patix an B, sofort der Go auf A von den Unicorns of Love. Patix ist auch unfair, der bekommt mit, der hat für den Snipe gegen John den ersten Kill bekommen, mal wieder erfolgreich mit der Hunter's Fury. Überzahl somit für die Unicorns of Love, Fokus in Unterzahl, müssen jetzt hier nochmal retaken. Flash gegen Heaven. Kommt an, aber niemand, der es ausnutzen könnte. Unfair nochmal versucht, im Heaven jemanden zu tanken, aber niemand dort. Und guckt euch Stevie an, der wartet einfach ganz, ganz lange, ganz geduldig. Unfair mit dem nächsten Killsider fällt. 3 Überlebende bei Fokus, sie können überlegen zu taken. Da kommt Stevie in den Rücken von
Ja, bei Lewis, der geht down und Matrix sucht das Weite. Operator mitgenommen. Nimmt die Operator noch mit. Oh, das. Ob er die saven kann. Sie wissen, wo er versucht zu saven. Die B-Main wird jetzt auch schon umlaufen. Er wird von der Kamera gespottet. Sie sind einfach instant dran. Was eine Jagd. Der Einhörner. Fokus. Und das soll in einem A-Split funktionieren. Das Setup von Cider ist da ready. 0,8 wird gespinnet und dementsprechend bleibt Cider ganz, ganz weit hinten. Die riechen auf die 0,8. Koba kriegt den Bang durch, aber Patix, den hat's erwischt. Der kann gerest werden. Halb so schlimm. Der wird wieder hochgeholt. Lucy mit dem Bladestorm geht nach vorne. Onside steht niemand. Aber Shock, das ist immer noch problematisch. Das spammt Koba einmal mal durch, aber diesmal nicht erfolgreich. An der Hälfte kriegt noch Matrix und er gewinnt sein Duell. Das ist der Spike. Aber wie viel kann Matrix da noch rausholen? Er ist bekannt. Die Bang kommt nicht ganz an der Volt. Hat mit seiner Smoke anverwendet. Dessen Koba im Heaven abgefangen. Da kommt der nächste hinterher. Das ist Cider und der bekommt den Kill gegen Anführer. Wie kann Matrix immer noch leben? Leon, jetzt den Kill gegen Heaven bekommen. Der war wichtig. Somit wieder das 3 gegen 3. Mit der Kamera von Steve noch die Info und sogar der Tag am Heaven. Da muss sich mindestens einer weit zurückziehen. Das Timing stark. Lewis down, Stevie und Leon sind zur Stelle. Es ist Map Point. Unicorns of Love. Dank des Backsteps von Leon. Stevo aufgedeckt. Aber erstmal zurück. So, mit der Flash. Der Go. Cider. Und auch Lewis setzen ihre Flex gegen den Markt. Ziehen sich dann zurück. Lewis ist mit dabei. Holt den nächsten Spieler, der Spike ist im Markdown, die Unicorns of Love wieder so nah dran und noch so weit davon entfernt zu punkten. Cider mit dem nächsten, es ist Stevor alleine gegen 5, der die Unicorns of Love hier im Spiel halten muss, das Fragment und Cider obendrauf. 2:0, 3 Punkte hier am dritten Spieltag für Focus und ein Statement nach der Niederlage gegen Ryzen.